Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Geiler Hintergrund, oder? Diese Jalousien, sie sind ein Traum. Keine RGB-Beleuchtung oder sonstiger Quatsch. Nein, natürlich nicht. Wir sind noch mitten im Umzug, beziehungsweise ich habe auch Jalousien bestellt und mein neuer Tisch soll noch kommen und so weiter. Deswegen haben wir jetzt hinter uns nicht so viel Action wie sonst. Die ganzen Figuren fehlen. Gut, ein paar stehen da natürlich. Aber es wird noch ein bisschen anders. Das ist jetzt einfach mal so ein Video, was ich dazwischen schiebe, aus der neuen Wohnung, das erste sozusagen. Und es wurde sich gewünscht, dass ich einen 2K-PC zusammenstellen soll. Vorzüglich dann bei Mindfactory oder Dubaro, weil der gute Mann sich nicht zutraut, den selber zu bauen. Ihr könnt den natürlich selber bauen. Wenn ihr diese Config übernehmt, könnt ihr euch die Komponenten zuschicken lassen und den dann natürlich auch selber zusammenbauen. Klare Sache. Ansonsten nehmt ihr einfach den Service von Mindfactory in Anspruch, dass ihr für 150 Euro das System zusammenbauen lassen könnt und dann ist das Thema auch erledigt. Ich zeige euch natürlich auch noch, wie die Preise aussehen, wenn wir bei verschiedenen Herstellern ungefähr diese Config übernehmen würden. Leider haben nicht alle Hersteller dieselben Komponenten, deswegen müssen wir da ein bisschen variieren. Wir starten nicht wie immer sonst mit dem Prozessor, sondern wir gehen schön die Liste hier durch, die ich bei Geizhals fertiggestellt habe. Das ist dieselbe Liste wie bei Mindfactory. Starten wir mit der SSD. Wir haben hier eine Samsung SSD 970 Evo Plus 1TB M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde. Das ist circa das, was PCI Express 3.0 schafft. Ihr könnt auch eine PCI Express 4.0 SSD nehmen. Die wird dann aber deutlich teurer. Da könnt ihr locker nochmal 70 Euro draufrechnen. Die haben dann auch höhere Lese- und Schreibraten. Diese SSD, 1TB, reicht erstmal aus. Ihr könnt natürlich hinterher noch erweitern mit einer 2,5 Zoll SSD oder einer HDD. Oder, wenn es das Mainboard hergibt, und das ist in dem Fall auch möglich, eine weitere M.2 SSD. Die kostet 119 Euro bei Mindfactory. Als zweites haben wir den AMD Ryzen 7 5800X, 8 Kerne, 16 Threads, 3,8 bis 4,7 GHz mit Boost-Takt. Boxt ohne Kühler. Deswegen haben wir auch eine Wasserkühlung reinkonfiguriert, weil hier halt kein Lüfter dabei ist. Ihr könnt natürlich auch einen Luftkühler nehmen, zum Beispiel einen Darkrock Pro oder ähnliches. Aber preislich macht das jetzt nicht so den Unterschied, ob es eine Wasserkühlung wird oder eben ein guter Luftkühler. Den Prozessor habe ich selber auch. Der hat eine TDP von 105 Watt. Wie gesagt, 8 Kerne, 16 Threads und unterstützt 3200 MHz RAM. Ihr könnt den aber problemlos auf 3600, 4000, 4200, wie auch immer betreiben. Dann wird es aber viel zu teuer. 3600 haben wir reinkonfiguriert und der kostet 359 Euro bei Mindfactory. Mit diesem Prozessor könnt ihr natürlich auch ganz locker streamen. Mache ich ja auch. Ihr kennt ja meine Streams, wenn ihr mal reingeschaut habt auf Twitch. Schaut auch gerne mal rein. Vielleicht bin ich auch am Montag mal live. Dann haben wir in dem Fall 32 GB G-Skill Trident Z RGB mit 3600 MHz. Ich habe in dem Fall den G-Skill genommen und nicht wie sonst den Corsair, weil der besser verfügbar war bei anderen Anbietern. Viele sagen natürlich, ja, 32 GB, wofür brauche ich das in so einem System? Es ist tatsächlich so, dass ich den Fall hatte bei Horizon Zero Dawn, wo es frisch auf den PC kam, das wurde ja portiert von der PlayStation, dass das da alleine schon 14 GB gefressen hat an RAM, während ich das Spiel am Laufen hatte. Wenn man dann noch streamen möchte oder nebenbei Discord oder ähnliches offen hat, dann kriegt man da schon Probleme. Das ist eine gute Absicherung, ist auch zukunftssicher, hat RGB-Beleuchtung der RAM. Wie gesagt, 3600 MHz, das verträgt der Ryzen auch und kostet 174,67 € bei Mindfactory. Ja, jetzt wird's ganz interessant. Wir haben hier eine RTX 3070. Ich habe Steam schon wieder nicht zugemacht. Egal, bleibt jetzt offen. Wir haben hier eine 3070 Ti OC. Die gibt es aktuell bei Mindfactory nicht. Ihr müsstet dann immer mal wieder reinschauen oder ihr bestellt diese Grafikkarte eben auf Geizhals und lasst euch den Rest von Mindfactory zusammenbauen, steckt dann hinterher nur noch die Grafikkarte rein und das System läuft. Das solltet ihr euch auf jeden Fall zutrauen können, das ist überhaupt kein Problem. Zwei Schrauben raus, Grafikkarte reinstecken, zwei Schrauben rein, läuft. Die 3070 Ti ist natürlich schon eine sehr gute Grafikkarte. Klar, es kommt noch die 3080, 3080 Ti, 3090. Das ist aber in diesem Budget leider nicht drin, beziehungsweise wir hätten dann woanders sparen müssen und das will ich nicht bei so einem System. Mit der 3070 Ti könnt ihr die AAA-Titel locker auf Full HD mit 144 Hertz, sag ich mal, spielen. Sobald es in Richtung WQHD geht, müsste es auch noch gehen. 4K, 60 FPS, knappe Sache, aber auch abhängig davon, ob ihr zum Beispiel Raytracing oder ähnliches aktiviert. Das können die Nvidia-Karten natürlich besser auch als die AMD-Karten, die auch Raytracing können, aber Nvidia ist einfach besser in dem Fall. Die hat eine TDP von 290 Watt, wir haben auch ein entsprechend starkes Netzteil genommen, weil die Netzteile ja bei 50% immer am effizientesten sind. Wir haben auch ein Platinum-Netzteil, das heißt sehr effizient. Und ihr habt noch Luft nach oben, wenn ihr dann irgendwann sagt, ich will doch noch ein bisschen mehr Leistung, müsst ihr nur die Grafikkarte tauschen. Eine 3080, 3080 Ti kommt mit einem 850 Watt Netzteil natürlich super klar, zu dem Thema kommen wir aber gleich noch. Die kostet 969 Euro bei Equipa. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte X570 Aorus Elite. Ja, ein B550 hätte auch gereicht, allerdings hat man bei den anderen Herstellern, wo ich die Preise gleich vergleiche, nicht so die Auswahlmöglichkeiten, wenn man ein B550 Mainboard haben möchte. Die meisten empfehlen auch ein X570, brauchen nicht alle. Ich habe selber auch dieses Mainboard drin, ich feiere das, ich mag es, das ist ein super Mainboard. Dann kommen wir mal zur Übersicht. Hier haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke,
Hier kommt die M.2 SSD rein, hier die Grafikkarte. Hier haben sie ordentlich Platz gelassen, weil meistens das ja sowieso hier alles verdeckt wird. Wenn da jetzt noch so ein PCI-Express-Slot wäre, dann würdet ihr den nicht nutzen können. Hier haben wir noch einen M.2-Slot. Wie gesagt, könnt ihr dann erweitern mit einer zweiten Festplatte. Hier könnt ihr zum Beispiel eine Capture-Card reinhauen, eine WLAN-Karte, was ihr gerne möchtet. Dann haben wir von den Anschlüssen her 7.1 mit Toslink Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, viermal USB 3.0, den HDMI-Anschluss, den ihr nicht nutzen werdet, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, und viermal USB 2.0. Solltet ihr natürlich WLAN brauchen oder Bluetooth, müsstet ihr noch eine WLAN- oder Bluetooth-Karte mit dazu konfigurieren oder eben ein Mainboard nehmen, was das schon integriert hat. War jetzt in dem Preisbereich nicht mehr mit drin, aber könnt ihr dann, sage ich mal, für ein 20 nachrüsten. Kostet 169 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse habe ich mich einfach mal für das MSI Mac Forge 100R mit Glasfenster entschieden. Ihr könnt natürlich frei auswählen. Ihr könnt auch ein Intertech-Gehäuse oder ähnliches nehmen. Ihr müsst nur darauf achten, die Grafikkarte hat eine gewisse Größe. Nehmt ein Gehäuse, was, sage ich mal, ab 330 mm Grafikkartenlänge unterstützt. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr in Zukunft noch erweitern wollt mit anderen Grafikkarten. An und für sich natürlich ein schickes Gehäuse. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispielbild, aber es kommt ungefähr dem nahe, was wir da jetzt auch verbauen. Ihr seht ja auch, das ATX Mainboard passt locker rein. Die Grafikkarte hat auch noch ordentlich Luft. Der Airflow ist auch gegeben bei diesem Gehäuse. Die Wasserkühlung wird gleich ein bisschen anders aussehen. Der RAM auch. Es ist halt der Trident und hier nicht. Das sieht jetzt aus wie der Corsair Vengeance. Also gebt da drauf jetzt nicht zu 100%, aber ihr habt auf jeden Fall schöne Beleuchtung in diesem Gehäuse mit drin. Und ihr habt ja die freie Wahl. Wenn ihr jetzt ein Corsair oder ähnliches nehmen wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Kostet 68 Euro bei Mindfactory. Hier haben wir auch schon das Thema mit der Wasserkühlung. Wie gesagt, ihr könnt auch einen Luftkühler nehmen. Ich persönlich bin Fan von Wasserkühlung. Sieht A besser aus und B habt ihr dadurch noch ein bisschen mehr Platz im System, dass sich da nicht so viel Hitze staut. Passt natürlich auch gut zu dem Gehäuse. Hier haben wir nochmal ein Beispielbild, wie das dann aussehen würde. Das hier sind jetzt auch wieder andere RAM-Riegel. Wie gesagt, es sieht ähnlich aus. Die Wasserkühlung ist auf jeden Fall sehr tauglich. Ich hatte auch meine 240er im System und die reicht für den 5800er Ryzen völlig aus. Kostet 88 Euro bei Mindfactory. Und zu guter Letzt haben wir das Netzteil. Das ist ein Be Quiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt ATX. Mit diesen 850 Watt seid ihr natürlich gut gerüstet, wie gesagt, für die Grafikkarten der nächsten Generation, beziehungsweise auch dieser Generation, wenn ihr eine stärkere einbauen wollt. Hat eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ist voll modular, das heißt, ihr braucht nur die Kabel zu verwenden, die ihr auch wirklich braucht. Der Rest bleibt draußen, habt dann ein bisschen mehr Platz im Gehäuse, sieht auch ordentlicher aus. Kostet 143 Euro bei Mindfactory. Was diese Config jetzt angeht, seid ihr natürlich schon bei 2089,67 Euro ohne Zusammenbau. Deswegen sagte ich ungefähr 2000 Euro. Ihr könnt an einigen Komponenten noch sparen, was ich aber nicht machen würde. Das ist schon vernünftig, so würde ich es mir auf jeden Fall auch bestellen. Nehmen wir jetzt den Mindfactory Warenkorb, seht ihr oben schon den Preisunterschied, 1120, da kommt natürlich noch die Grafikkarte drauf und eben der Zusammenbau, das rechnen wir gleich nochmal aus. Hier haben wir den Prozessor, die SSD, das Netzteil, die Wasserkühlung, das Gehäuse, das Mainboard und den RAM. Zur Erinnerung, die Grafikkarte kostet 969 Euro. Sprich, wir nehmen jetzt diese 969 Euro, addieren dazu 1120,67 Euro plus die 150 Euro fürs Zusammenbauen bei Mindfactory. Dann seid ihr bei 2239,67 Euro. Ich zeige euch jetzt mal, was es bei anderen Herstellern kosten würde. Nehmen wir in dem Fall CSL. Da haben wir auch den Ryzen 5800, die MSI Wasserkühlung, die Grafikkarte, dasselbe Mainboard, den RAM, die 1000 GB M.2 PCI Express SSD, Samsung, das stimmt alles so. Ihr könnt mir da vertrauen, ich habe es wirklich so zusammengestellt. Das Gehäuse, da haben wir diesmal ein anderes genommen, das Be Quiet Purebase 500D. Ich sag ja, da seid ihr flexibel, die hatten das MSI auch hier leider nicht. Und hier haben wir das 850 Watt Be Quiet Straight Power. Da kommt ihr mit Zusammenbau natürlich und Grafikkarte, die ist auch schon mit drin, 2557. Zur Erinnerung, das sind schon wieder über 300 Euro mehr, als würdet ihr es bei Mindfactory zusammenbauen lassen. Nehmen wir circa die gleiche Konfiguration, auch wieder mit einem anderen Gehäuse, aber hier seht ihr den Ryzen, die Wasserkühlung, das Board, bla bla bla. Ihr seht das ja, auch 3600er Trident Set Neo RAM, das stimmt alles so schon. Seid ihr bei 2453,40 Euro inklusive Zusammenbau. Schauen wir bei One.de, seid ihr mit diesen ganzen Komponenten, wieder ein bisschen variabel, wie gesagt, wegen dem Gehäuse, bei 2489,55 Euro. Also sprich, ihr seid bei allen anderen Herstellern, sei es Dubaro, One.de oder CSL, immer teurer. Ihr könnt natürlich abwarten, ob irgendwo ein Angebot kommt, auch bei Dubaro und Agando gibt es Angebote, bei One.de auch, bei CSL auch, aber ihr seid auf jeden Fall am günstigsten, jetzt aktuell. Wenn ihr das bei Mindfactory zusammenschustern lässt, die Grafikkarte einzeln kauft, sie reinsteckt und das System läuft. Ihr müsst natürlich noch Windows dazu addieren, habe ich bei den anderen aber auch überall weggelassen. Bei Dubaro war kein Windows mit drin, bei One.de auch nicht, bei CSL auch nicht. Das könnt ihr über meinen Partner machen, für 14 Euro kriegt ihr da einen Windows-Key mit meinem Rabattcode PCCheck bzw. PCHK.
Und dann würde ich euch dieses System wirklich so empfehlen, wie ich es jetzt zusammengestellt habe. Wenn ihr natürlich Anregungen habt und sagt, nein, das hättest du hier noch anders machen können oder ähnliches, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin dafür immer offen. Sofern sie denn vernünftig formuliert sind. Ich möchte jetzt nicht sowas hören, du hast keine Ahnung, mach doch so und so, sondern wenn ihr vernünftig sagt, ich hätte doch das lieber genommen, weil, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich werde euch diese Konfiguration natürlich auch unten in die Videobeschreibung packen, sofern es denn geht, die von Dubaro und One.de auch. Da gibt es ja dann immer so diese Codes, die man noch eingeben kann, dann lädt diese Konfiguration von alleine. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ihr könnt bei diesem Warenkorb noch eine Grafikkarte hinzupacken, da baut Mindfactory dann auch ein. Das Problem ist einfach, die 3070 Ti, so wie ich sie konfiguriert habe bei Geizhals, gibt es hier leider aktuell nicht. Die kriegen immer mal wieder Lieferungen, ab und zu mal reingucken, da habt ihr vielleicht Glück und kriegt eine. Ansonsten nehmt ihr halt eine 3080, da seid ihr natürlich wieder deutlich teurer beim Endpreis. Ihr könnt auch eine normale 3070 nehmen, da ist der Sprung jetzt nicht so hoch. Es ist einfach nur schade, man hat hier eine 3070, die kostet 989 Euro und die ist teurer als eine 3070 Ti OC für 969 Euro. Deswegen, ich lege euch wirklich ans Herz, nehmt eine Grafikkarte von Geizhals und baut sie selber ein bei diesem System von Mindfactory. Der Rest wird ja zusammengebaut. Ihr braucht nur die Grafikkarte reinstecken, Stromkabel dran, fertig. Zwei Schrauben müsst ihr auch noch festdrehen. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwas auszusetzen habt, bitte in die Kommentare schreiben, aber vernünftig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.